Hallo YouTube, schön seid ihr wieder da. Heute gibt es ein neues Spiel, ein neues Video mit uns, von uns und mit dem Twitch-Chat live mit dabei. Heute spielen wir für euch Witch Stall. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Däumchen da, ein Abo ist auch nicht verkehrt und vielleicht auch einen Kommentar da lassen, das unterstützt uns. Danke für einen tollen Support, genießt die Show. Ich habe keine Ahnung vom Spiel gleich vorab und ich weiß wirklich gar nichts. Wir gehen in ein neues Spiel rein. Rein da. Okay, fängst schon an. Warnung, Sie können diese Einstellung während des Spiels nicht ändern. Default VHS. Also VHS ist die Videokassette. Spielen Sie das Spiel im Stil einer VHS-Kassette? Ih, das ist aber völlig mein Jahrgang. Um eine erschreckende und realistische... Vielleicht sagt aber beim PC nein. Default, spielen Sie das Spiel so, wie es geplant war. Ih, jetzt bin ich schon überfordert. Vollständig zu erleben. Ah, stark, stark. Dennis, willkommen dir, einen wunderschönen guten Abend. Schön, bist du da. Ja, ich sehe mich jetzt halt aber wirklich hier. Ich meine, realistische Atmosphäre. Komm, wir gehen in die VHS, weil ich bin damit groß geworden. Ich habe keine Ahnung. Volkshochschule. Danke für die lieben Worte, Dennis. Schön, bist du da, hey. Du bist genauso cool. Ah, das ist wahrscheinlich jetzt der VHS-Modus. Das muss wahrscheinlich so sein. Lady, einen wundervollen, schön bist du da. Okay. Da werden einige vermisst. Ich hoffe, ich bin nicht dabei. Okay, crazy. Das ist ja big. Das VHS triggert vielleicht schon ein bisschen, tatsächlich. Muss hinein, bevor der Sturm kommt. Okay. Ich kann gar nichts machen. Okay, gehen wir hinein. Wo hinein? Ich muss zuerst die Kiste mit meinen Habseligkeiten aus dem Kofferraum meines Autos holen. Ja, ne? Objekt aktualisiert, halten Sie. Habseligkeiten, okay, das kennen wir irgendwoher. Das kann ich. Oh, eine Taschenlampe. Aha. Okay, ist schon sehr wild. Das VHS triggert jetzt ein bisschen. Ihi. Super 8. Hey, oh mein Gott. Ich hab schon Fragen. Wo bin ich jetzt hier? Ist so. Bin ich jetzt hier zu Hause bei mir? Junge, wohne ich in einem Ghetto. Das ist crazy. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich muss da zum Licht. Ah, Sonnenblumen sind am Start. Kann man die looten? Nein. Okay. Kein herzlich willkommen. Oha. Ja eben. Ey, das VHS triggert jetzt hart. Ich doch nicht. Ich sehe ja gar nichts. Ich hätte hier eine Taschenlampe. Es sind den Keller, nehme ich mal. Okay. Kein Shift. Ii. Lockert das dann, wenn eine Hexe in der Nähe ist? Es gibt Hexen. Ich dachte, das sind nur Puppen. Das ist wieder crazy. Ah. Hallo, jemand zu Hause? Hier kann man wenigstens seriös klopfen. Scheint niemand zu Hause zu sein. Klingeln kann man nicht. Ja, auch mal ein bisschen Krawall machen hier. Hallo! Ja, gut. Scheint niemand zu Hause zu sein. Ich kann nicht Schiff. Ah, hier ist... Tag da. Ja, da haben wir dich ja schon. Und ich kann schon looten. Es scheint, als hätte der Mieter einen Brief für mich hinterlassen. Aha.
Dann lesen wir das Teil mal. Hallo meine Liebe. Ich bin eine Frau. Ich wusste, dass du dich verlaufen würdest. Die Zimmer befindet sich im 5. Stock. Ich habe die Tür für sie unverschlossen gelassen. Danke dir. Welches Zimmer? Ich weiß nur 5. Stock. Okay. Ja gut. Mein! Ja gut, das hätte ich so oder so getan. Ja, du bist ein Ahaha! Mal Bäuchlein kraulen. Ja, stark, das habe ich gelesen. Ja. Ich bin ein Macher. Also, nur einmal! Ey, ich habe nicht genug, ich brauche mehr. Komm mit. Das ist jetzt meine Karte. Obwohl, ich habe schon einen und der ist sehr eifersüchtig. Bier? Bier gibt es auch. Okay, ich fühle mich jetzt zu Hause. Also, es ist aber nicht der 5. Stock. Hauswart! Hallo? Kein Lift! Das ist crazy. Kein Lift. Fängt ja schon mal gut an. Wir werden es zusammen herausfinden. Ich spiele es für Marco vorbei. Das stimmt. Kurz noch die Aussicht genießen, sorry. 1. Stock und ich muss in den 5. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Hey, hat jemand einen Hund? Ja, feine. Hallo, ist eigentlich niemand zu Hause? Einfach mal überall klopfen, weil ich es kann. Hallo! Ja Gott, ich gehe durch. 5. Stock. Wir sind im 1. Ob wir im 5. Stock ankommen, liebe Chat, seht ihr im nächsten Video-Livestream, sage ich. Ich komme näher. Ja, der wohnt, glaube ich. Bist du wirklich feine? Oha! So eine Angst gerade. Bubi-bissig. Gibt's hier eigentlich... Das ist crazy dunkel. Wieso klopfe ich eigentlich überall ab in den 5. Stock? Italien? Ja. Das geht voll klar, Angel. Ist schon... Aha. Lol. Lady, ich glaube, du musst bei. Ey, wieso? Aber hier putzt jemand. Das höre ich doch. Hallo, ist wirklich niemand zu Hause? Crazy. Da können wir sehen. Ja, hier ist Müll. Ne, da. Wir gehen weiter. 3. Stock. Wir haben es bald. Und dann schleppe ich hier noch so eine Kiste. Ah, das wird lauter. Hier wird geputzt. Ah ne, gestrichen. Okay. Hallo? Ihr müsst ja zu Hause sein, ich hör's. Das will. Die ignorieren mich alle. Habt ihr auch solche Nachbarn? Oh, da ist jemand. Ah! Moin! Meine Liebe, dein Zimmer ist auf der... Okay, danke dir. Auch mal vielleicht die rechte Seite ein bisschen wischen. Oha! Oh, wirklich. Ja gut, gehen wir rein. Puh, völlig außer Atem. Die wollen die einfach nicht noch. Man stößt doch kein Problem, wenn man schon den Leuchtturm... Stimmt. Ah, okay. Okay, Lady. Sollte die Kiste auf was tun? Auf den Schminktisch. Ah ja, ich bin ja Lady. Ja, Digga, sogar meine Wohnung ist dunkel. Ja gut, Schminktisch. Ist das... Ah, das ist ein Schminktisch. Ah ja. Und kann ich die Taschenlampe... Nein, in der eigenen Wohnung eine Taschenlampe. Na. Ah ja, ich bin so eine. Na, da sagt man immer, die Ladies haben Ordnung. Was ist das für ein Durchgang? Aha, sorry. Ey, ich konnte es gar nicht. Ich sollte die Wohnung ein wenig aufräumen. Ja, das sehe ich auch so. Hab ich sogar sofort gedacht. Ja Gott, jetzt muss ich hier aufräumen. Also, das ist wild. Ah, das geht so noch. Wenn das auch in Real Life so schnell gehen würde. Hey, aber cool gestapelt, die Dosen. Muss man hier lassen. Das nur, du schleppst deinen Schreibtisch. Ah ja. Wieso weiß jetzt das Ula schon und ich nicht? Das ist crazy. Habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Ja, dafür habe ich euch.
Ja gut, Ordnung wiederhergestellt, nämlich. Muss man auf die Toilette. Ah, nee, das Büro. Oh, cool. Eine große Wohnung hat sie da. Ah, das ist ein Radio. Ah ja. Ah, hier ist das Schlafzimmer. Ja gut. Was ist da für eine Unordnung? Was ist hier los, ey? Schreibtisch ohne Gamer-PC. Ah, hab nichts gesagt. High-End-Maschine ist da. Let's go. Auch mal einschalten. Oh, cool. Kein Livestream heute. So ein Ding. So kommen die Subs nicht rein. Okay. Ja. Ja, okay. Ja. Auch mal auf die Waage stellen. Unordentliches Mädchen. Was passiert da? Okay. Ja, Ordnung, muss ich auch noch Bett machen, ne? Das sieht gut aus. Ja, ne? Coole Bude. Allerdings ist das voll oldschool, obwohl eben VHS, ne? Solche Wohnschränke hatte doch jeder damals zu Hause. Als wir noch klein waren. Also an die Älteren. Heute ist das nicht mehr Mode. Ja, auch mal Licht ausmachen. Egal. Stromrechnung. Incoming. Okay. Ja, schauen wir uns noch den Rest der Wohnung an. Ne? Ist tatsächlich sehr dunkel hier. Hat sich jetzt hier was geändert? Ah, hier ist eine Tür. Ey, mein lieber Herr, ich sehe nur Ameisen rennen. Ja, gut. Was war das aber? Ah, hier ist eine Tür. Was ist das? Hier ist was. Hier ist zu. Machen wir mal aus. Ja, Lady, das kann auch kaputt gehen. Ey, gönn dir Lucario, ich hab kein Mineralwasser mehr. Ey, aber Ausrufezeichen Klesmo. Was machst du für einen Lucario und Klesmo? Bin ich immer neugierig, welchen? Ah ja, die Küche, ne? Wo ist eigentlich die Toilette? Ah, wahrscheinlich da. Junge, was ist das hier für ein Krach? Ja, aber ey, ist wirklich schmutzig hier bei der Dame. Sie raucht. Na gut, kann man machen, ne? Na, ja. Brot ist am Start. Heute gibt es nur Brot mit Wasser. Die Wohnung sieht sauber her. Stark, jetzt sollte ich den Müll wegwerfen. Das stinkt fürchterlich. Ah, klasse, Grün. Auch mal noch den Balkon genießen. Oh, cool. Hat anscheinend ein Hobby, die Lady. Handwerklich begabt. Ja, gut. Drück dir die Daumen, Lady. Du hättest es verdient. Wo ist der Müll? Warte, ich hab den Müll mal gesehen. Schaut mal, die Tür zu irgendwas sau laut. Kann ich hier mittlerweile rein? Ich muss aber mal. Okay, Müll. Aben. Wie, jetzt muss ich den Abend nicht nach unten? 5 Stockwerke ohne Fahrstuhl. Das ist crazy. Bitte sei unten. WB, Lucaria. Lucaria, was gibt's für ein Klesmo? Bin sehr neugierig tatsächlich. Ich muss tatsächlich 5 Stück. Oma, ich hab Hunger. Ey, du hast keine Klingel, Oma! Was willst du? Und vor allem deine Tür ist die einzige Tür, die ja, die halt so ist, ne? Ja Gott, wir bringen den Müll runter. Digga, das ist jetzt aber wild. Ich beantrage einen Fahrstuhl. Es gibt Leute, die sind hier nicht mehr so jung. Und auch mal Schiff, ne? Also ich habe den Reitrand für morgen schon gemacht, sage ich.
Wir gehen tief runter in den ersten Flur. Wir gehen ganz runter. Jetzt die Frage, wo kommt der Müll hin? Raus oder Keller? Eigentlich raus, ne? Wenn wir jetzt realistisch sind. Ah ja. Hier ist noch nicht mal der Ausgang. Es sind mehr als ein Stock, Digga. Junge, geht hier ein Wetter. Hat sich verschüttet, ich sollte den Müll rausbringen. Ja, wo ist hier die Mülltonne? Ah, platzier ihn einfach hier. Da! Ich seh. Es zieht. Was los? Hä? Oh! Da! Aha! Hey, was? Da! Oh mein Gott, mein Herz, ich geh rein! Es zieht, macht die Tür zu. Komische Geräusche. Einfach aus dem Fenster werfen. Standard in der Eis die Melone Stache, den habe ich auch. Und davor hatte ich Pfirsich. Okay. Beides geil. Ey Junge, was ist das? Ey, was ist das? Ich klopfe jetzt nicht überall, obwohl ich doch Angst habe. Geist raus offen. Hallo? Einfach mal um zu schauen, ob da jemand da ist. Anscheinend nicht. Aber die Omi ist da. Ich kann nicht schlafen so. Junge. Was ist los, aber? Hallo? Ey, warte mal, kommt da was hoch? Ey, ich geh in meine Bude rein. Mach auf. Lass mich rein. Immer so doof, das liegt die Atmosphäre. Lülü, herzlich willkommen, der lieben Sandy Lülülü. Einen wunderschönen guten Abend. Schön bist du da, hey. Willkommen dir. Okay, ich bin wieder zu Hause. Schließ mal die Tür ab hier. So, Sicherheitsschloss, irgendwas. Okay, Lichtschalter lassen wir mal an. Ich sollte mit der Arbeit am nächsten Roman beginnen. Ja, weise. Kein TV heute Abend. Ja, dann. Da geht ein Unwetter. Let's do it. Ah, das macht man nicht am PC. That's crazy. Ah, die Tür kann ich jetzt nicht mehr schließen. Ah, ist wild. Okay, dann macht sie es halt da hinten. Au, out auf dem Balkon. Ab ins Geisterhaus. Nämlich. Aha. Aber mal, die Tür ist hier. Gibt's hier denn auch einen Lichtschalter? Leute. Warte mal, das war dumm. Mach wieder auf. Gibt's hier keinen? Ey, das ist wild! Ah! Geht doch! Was ist denn das für eine Tür? Ich hab das Badezimmer, Chat! Ha! Okay, das war's aber auch schon, ne? Klein, aber fein. Aber da schreiben wir keinen, ja, aber Arbeitstisch! Ah, ich hätte auf dem Stuhl. Schau ich trotzdem hier. Ja, okay, ich müsste wahrscheinlich den Stuhl anklicken. Alles gut. Dup. Machen wir mal so. Ah, gut. Aha.
A Horror Story. Kann ich auch. Das kann ich niemals lesen. Nein, Luffy. Pink Fluffy Unicorn. Ja. Okay. Ah, jetzt ist die Tür zu. Mein lieber Herr! Oh nein, ich weiß, was Angel meinte. Das hat viele Jumpscares. Oh nein, Angel. Oh nein! Oh nein! Oh, steh doch auf, my lady! Ich würde ja gerne. Ah! Digga, Jesus! Ich bin raus. Noch keiner! Herzlich willkommen, ich gehe nach Hause. Oh nein! Ab unter die Bettdecke! Das habt ihr auch als Kind gemacht, ich weiß das. Was? Das geht nicht. Das ist der Schummeltick. Ich bin kein Kind mehr. Nein. Das ist crazy. Oh mein Gott, das Spiel ist crazy. Ich will nicht mehr. Ja, Gott. Okay, einen wunderschönen guten Abend. Schön, bist du da. Aha, okay. Ja, okay. Wir sind ja eine Frau und kein Mann. Mach wieder an. Ich, Andrea. Mami! Mach doch das Fenster zu! Ist das crazy? Ey, ich sehe gar nichts! Gott, oh Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wo muss ich hin? Überwürfe die Schalter. Aha! Ah, die Sicherung ist aus. Oh nein! Nimm die Taschen noch, egal. Okay. Das ist crazy. Ich bin ja schon jetzt gestresst. Ja. Schaut einfach ein, das Ding. Was jetzt wieder? Sehen alle gut aus. Sag jetzt nicht. Gleich 53. Will? Was soll das hier? Ja. Durchgebrannt. Es müssen noch ein paar Ersatzsicher. Oh, cool. Ach, Mann. Ich hab bestimmt in meiner Schummelkiste. Nimm doch die Taschenlampe. Nee, oder? Dann trage ich hier 5 Stöcke hoch eine Taschenlampe und darf sie dann nicht mal benutzen. Ey, ich hab so Angst. Wieso hab ich so Angst? Sicherung im Badzimmer? Nein, oder? Nein, nein. Oh Mann. Oh nein, da ging eine Tür. Oh nein. Oh Mami. Wir gehen einfach ruhig und entspannt hier rein. Ich meine, uns wird die Tür geöffnet. Sicherungen bitte. Oh nein. Tarotkarte, der Moon. Ja, aber. Aha. Stark. Ey, die Puppe da. Die war vorhin nicht da. Ich kann mich jetzt crouchen. Oh, das wird. Wie langsam aber? Kann ich jetzt auch shiften? Nein. Kann ich springen? Nein. Wieso kann ich crouchen? Ey, die Puppe gefällt mir gar nicht. Ist nur die Tarotkarte. Machen wir einfach hier entspannte Tür. Hier auch. Und hier auch. Aus Sicherungen.
Aha. Zucker. Ich brauche aber, ja gut, hier ist der Werkzeug. Die Hoffnung war da. Ah, stark! Wieso kann ich mich so ducken? Frag mal. Das ist kein gutes Zeichen. Oh nein, die Puppe. Und die ist noch so klein. Oh nein, die Puppe. Türen sind noch zu. Oh. Aha. Ja, jetzt. Na, wie war das vorhin? Ich hab's mir doch nicht gemerkt. Was? 53. 6 Sicherungen, 53. Was? 53? Muss die Zahlen hier 53 geben, oder wie? Dann sind wir jetzt bei 17. Was sag ich 17? 19. Crazy. 38? 38? 53? Ich habe einen Schummelplan. Hat 38 und plus 15 gibt 53. Austraum, ne? Habe ich jetzt falsch gerechnet? 19 plus 19. 20, 18, 38 plus 5 gibt 43, 53. Schummelplan. Aber du musst raus jetzt. Okay, das, ich hab's noch nicht gemerkt, wie es war. Einfach mal rein. Habe ich jetzt keine mehr. Okay. Hey, ich hab's mir nicht gemerkt. Einfach rechnen. Okay. Habe ich. Aha, ich muss mit 6 auf 53. Na, logisch, oder? Oder? Also was gibt 90? Fangen wir doch hoch an und nehmen dann noch kleine. Komm schon mal Plan. 19 plus 15. 34. 34. 34 plus 8 gibt 42, 43, 7 und... So! Machen! Stark! Jetzt hab ich ein Feuer, nämlich. Hat sich gelohnt. Okay. Lächerlich, mein Guter, einen wunderschönen guten Abend. Schön bist du da, hey. Willkommen dir. Muss ich jetzt eigentlich noch weiter an meinem Ding arbeiten, oder? Überprüfe, ob jemand in der Wohnung ist. Das wollte ich jetzt auch, nämlich. Aha. Das Ding ist halt immer noch da. Hey, ich hab Steps gehört. Okay, an dem Ding kann ich aber nichts tun. Das macht mir Angst. Ich mag ja Puppen nicht, ne? Okay, jetzt sind wir im Badezimmer. Ey, es macht mir Angst, hey. Gibt's hier eigentlich keinen Lichtschaden? Ah, doch. Ah, niemand hier. Ich sollte das nächste Mal da Licht anlassen. Niemand hier. Ist ja ein Messer. Nimm das mal. Hey, aber die Omi, die ist, glaube ich, böse, Leute. Bei mir auch, Lady. So wie ich sage. Ah, Gott. Ich schaue nicht zurück und cool, ob jemand in der Wohnung ist. Nein!
Ich werde dann endlich. Ja, es braucht lange, bis du deine Taschenlampe holst. Hä? Wo ist sie hin? Sie war hier. Ich hab's dir vorhin gesagt. Ah! Ich hau einfach ab. Oh nein. Das wäre zu schön. Hey Leute, das Spiel ist zu dunkel. Oh nein. Wie? Oh nein. Alles easy. Ist noch Hummer, Marco. Und wir sind da noch eine junge Lady, frisch. Was soll uns schon passieren? Muss. Anderer Weg. Das gefällt mir gar nicht. Oh Mann, wieso bin ich heute so schreckhaft? Ist das crazy? Oh nein. Ich versuche es, obwohl das sinnlos ist. Es hat clear gemacht, hallo? Ich sehe gar nichts. Oh nein. Steck mich jetzt hier und ruf die Polizei. Jetzt ist es zu spät. Es ist soweit. Ich mache hier gar nichts. Die Puppe. Badezimmer oder Puppe? Gut, dass ich gedacht habe, meine Tasche mitzunehmen. Aber sie sollte eigentlich in der Kiste mit meiner. Stimmt, jemand muss immer noch. Ja, wenn ich den Müll. Ich glaube auch. Pat, das brauche ich. Wurde ich gemopfert? Oh nein, ich lese nur Abzugbude. Hey. Oh mein Gott! Ist das jetzt besser als das Feuerzeug? Ja. Oh mein Gott, die Puppe ist weg! War eigentlich der Tempel. Ja, da gehen wir als junge Frau schauen. Naja, warum nicht? Oh, ich nutze kurz die Situation. Aha, lol. Okay. Hey, der Weg ist gesperrt. Okay, wir haben den Ersatzschlüssel für die Wohnung der alten Dame, die übrigens, glaube ich, in meiner Wohnung auch war. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Oh, das ist crazy. Geh wieder raus. Okay. Ich gehe doch nicht raus. Ja, ne, hat sie jetzt noch Absatzschuhe an, damit man sie hört? Die Sorte scheint seit Jahren verlassen zu sein. Okay.
Aber hier wohnt ja die Oma. Hier wohnte doch die Oma. Sie hat noch den Boden gefegt. Sie war bei mir zu Besuch vorhin. Und okay. Oh Gott. Rechts oder links? Ich gehe mal rechts lang. Das Bild spricht mich an. Aha. Geheimnis. Nämlich. Macher. Bin ich safe? Hat sich gelohnt. Der Sun! Einstecken. Aha. Okay. Ja, könnt ihr selber lesen, ne? Wow. Na gut. Was war's mit dem Geheimnis? Geheimnis war aber da. So, wie ist das Stößchen? Bis gleich, Lady. Nur niemand zu Hause. Ey, ich habe immer Angst. Wir gehen mal auf die andere Seite, die linke Seite. Hier machen wir auch wieder zuerst die rechte Seite. Bleiben wir uns mal treu. Mit zwei Schlüssel. Und das wird doppelt halt besser. Das kenne ich. Dieses Brautkleid kenne ich. Kann ich noch hinten auf? Ja, ich auch. Das Gemeine ist, genau wenn nicht so viele Jumpscares kommen, dann erschreckt man sich noch mehr. Dieses blöde Brautkleid, ich habe da keine guten Erinnerungen in das. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann ich. Aha, das darf ich nicht. Oh, das war dumm. Ja, gut, ich kann da nichts machen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Oh, die Braut ist tot. Ja, aber wie? Ich kann hier nichts machen. Hier muss ich was machen. Oder? Scheinbar nein. Ja, aber das können wir uns merken. Aha. Das ist ein Geheimnis. Ja, okay. Hab nichts gefunden irgendwie. Dann gehen wir nochmal zurück, ne? Wir gehen nochmal hier hin, ganz kurz. Aha. Cool. Okay, man kann sich ducken, anscheinend. Da ist jemand. Ist das ein Kissen? Ah, das ist ein Bett. Aha. Wow, Geheimnis. Wow, okay, cool.
Muss ich da irgendwas? Nein, da muss ich nichts rauslesen. Schütteln muss ich es, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, cool. Ich kann es nicht einsammeln. Cool. Okay. Ja. Na? Stark. Aber das Spiel wollte, dass ich zuerst links gegangen bin. Warum ist du da einen Kopf? Frag mal so. Ja gut, Köpfe in Schränke lagern kann man. Da weint jemand. Aber hier ist ja gar niemand. Okay. Ja, du musst nicht traurig sein, tatsächlich. Ich bin da. Ich hau ab. Ja, dieser Traum ist aus. Ah, warte mal, da ist noch was. Ist gar nichts. Okay. Ah, das Geweine kommt von hier. Aha! WB, Jesse, willkommen dir. Junge, ich sehe gar nichts. Okay. Man. Okay. Wenigstens ist das Geweih weg. Okay. Laufen wir wieder zurück. Der Kopf, ja, ist eine gute Frage, was mit dem ist. Mein lieber Herr! Also, wir haben eine Tagebuchseite. Es sieht aus, als wäre diese Seite aus einem Tagebuch gerissen worden. Das lesen wir mal.
lesendes Element. Mein Herz kann diesen Verlust nicht ertragen. Ich vermisse meine Tochter so sehr. Wenn ich einschlafe, sehe ich immer noch ihr Gesicht. Ich fürchte, dass ich eines Tages aufwachen und vergessen werde, wie sie aussieht. Es ist schon Jahre her. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um sie noch einmal zu sehen. Um noch einmal einen Blick auf ihr Gesicht zu werfen. Vielleicht kann ich etwas tun. Dieses alte Buch vom Dachboden meiner Mutter, nachdem sie gestorben war. Ich kann es benutzen, um meine Tochter wieder zu sehen. Ich fand das Buch immer albern, aber es ist einen Versuch wert. Okay. Ich hoffe nicht, dass ich die Tochter bin. Bitte nein, bitte nein, bitte nein. Okay. Dachboden. Also zuerst einmal ist hier offen. Warum? Warum? Ah, Candles. Kann man nehmen. Candles. Wer hat, der hat. Aha. Ha. Jetzt machen wir es romantisch. Ja, Gott. Sieht gut aus. Aha. Hab ich. Wie gehen Sie es da lang? Ist doch vielleicht dumm. Weil das Spiel... Das Spiel sagt eigentlich immer den Weg, sozusagen. So. Jetzt hoffen wir da... Ja, wir gehen kurz schauen. Ah, das Safe war auch einer, oder? Nein. Ist keine Candle. Oh, cool. Schade. Ich kann den Kopf nicht mitnehmen, Lüle. Da ist sogar mehr als ein Kopf drin, Digga. Ja. Ja, wir müssen da nach hinten. Mein lieber Herr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, will ich da noch rein? Aber es kann mir ja nichts passieren so. Stark, ich glaube es war's. Cool. Oder auch nicht. Ah, Dachboden wegen dem Buch, ne? Hey, aber... erforsche die Wohnung der alten Dame. Bin ich dabei? Bin ich dabei? Dachboden, vielleicht. Was ist das? Habe ich eine Candle übersehen? Der Fernseher? Ah, ne. Aber ein Radio läuft. Ich weiß welche. Stell doch ab. Danke. Hey, wo ist das Bild hin? Seht ihr da vorne was? Okay. Das ist crazy.
nach bald einer Pause. Ich kann das nicht, hey. Wie schlimm ist das hier? Junge! Mein lieber Herr! Hey, ich fühle mich schon 20 Jahre älter. Und ich habe tatsächlich nicht mehr so viele Jahre vor mir. Die sind eigentlich schon alle abgezählt. Hey, woher kommt jetzt schöne Musik kommen? Was? Ah! Eine Messe im Rücken. Aha. Okay, die wurde abgestochen. Die Puppe ist neu. Also ich habe sie schon mal gesehen, aber nicht da. Die hat was. Eine Music Box. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Eine Reihe von Zahlen. Ja, schön. 2, das merke ich mir doch nicht. Chat! Ich brauche kurz den Schummel-Chat. Könnt ihr das kurz schreiben? Hey, Chat, ich brauche euch. Aber ich warte auf den Schummel-Schluss. Das ist kein Spiel für kleine Lucarias. Ja, fühle ich. Und WB Lady. Willkommen zurück. Chat, ich brauche den Schummel-Chat. Ne, warte mal, ich am Machen hier. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1. 2, 4, 6. Das stimmt schon nicht, Lulu. Das ist eine falsche Zahl. Heißt das eine 1? Ich glaube, das ist eine 7, oder? Weil eine 1 sieht so aus, Chat. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1. 3, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5. Okay, die Zahl passt mir, die merken wir uns. Stark. Ja, dann, Showtime. Ja, genau. Muss ich jetzt. Ja, das ist wild. Also. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3. Cool. Okay, that's cool. Ich stelle da. Ah. Es sieht aus, als wäre diese Seite aus einem Tagebuch gerissen worden. Ja, wir lesen das mal. Lesen das Element. Es gibt ein Lied, das ich meiner Tochter immer auf dem Klavier vorgespielt habe. Sie liebt es. Sie liebt es so sehr, dass sie wie eine Fee tanzte. Hab's gesehen. Meine geliebte Tochter, ich wünschte, ich könnte dieses Lied noch einmal für dich spielen. Nur ein letztes Mal. Hab ich getan. Ulala, Schlüssel Nummer 1. Vielleicht kann ich damit die rote Tür aufschließen. Bin ich voll bei dir. Okay. Ja, sein können, ne? Hey, ich hab's auch gedacht, Lucaria. Automatische Schließanlage. Gefällt mir. Das Problem ist jetzt. Dass wir noch einen zweiten Schlüssel brauchen.
Ah, ich habe ihn. Ich war jetzt eigentlich voll ready auf den Jumpscare. Was ist hier los? Sie lassen nach. Sie haben gemerkt, man hat keine Angst. Ha. Okay. Nein, also ich habe einen Schlüssel für eine Schublade oder Schrank. Ich tendiere, es wird ein Schrank. Schrank! Hey, das ist immer so gemein. Wo ist eigentlich die Puppe hin? Ha! Es war der Schrank! Und wir haben jetzt einen Polaroid nämlich! Wurde von der alten Dame benutzt, um Fotos von ihrem geliebten Kind zu machen. Das war, der erste Gegenstand, den die Dame verflucht hat. Er hat die seltsamen Markierungen. Er kann verwendet werden, um Dinge zu enthüllen, die für das Auge nicht sichtbar sind. Das brauchen wir. Ich habe keine Angst, ich schwitze. Aber mal gestern, was ist weg, ne? Das ist crazy. Okay, den nehmen wir aber. So ein Ding. Das haben diese Seite aus dem Tagebuch gerissen worden. Lesen des Elements. Ich kann sie sehen. Ich kann sie wiedersehen. Ich habe sie gesehen. Sie war genau da. Ich habe sie mir vorgestellt und sie hat mir direkt in die Augen geschaut. Meine geliebte Tochter, du hast dich nicht ein bisschen verändert. Du bist noch genauso wie beim letzten Mal, als wir zusammen waren. Genau wie das letzte Mal. Dass du bei mir warst, lebendig. Digga, ich glaube, ich bin die Tochter. Das ist meine Mama. Ja, vielleicht. Was passiert hier eigentlich? Hä? Ja. Ich muss noch ein Foto machen, oder wie? Jetzt habe ich aber keine... Ah, jetzt wollte ich eigentlich ein Foto machen. Stark! Und wo habe ich jetzt... Aha! Ich sehe meine Fotos Inventar ein. Schade. Nimm mal die Taschenlampe wieder, bitte. Ja, okay, dann machen wir die paar Fotos. Na, das kann ich. Ist die Tür zu? Es war voller Erfolg. Stark. Ja gut, hier muss ich wahrscheinlich noch kein Foto machen. Wahrscheinlich. Oder doch? Oh, das ist crazy jetzt. Wir gehen nochmal her. Also hier kann ich ja nichts machen. Ah, ich hab's. Warte mal, das Holz, das sieht anders aus. Oh, cool. Ja, gut. Schauen wir weiter. Hier ist plötzlich so viel Blut. Ich frage mich, warum? Vielleicht wegen dem Messer. Hätte ja sein können. Auch sein können.
Hätte auch sein können. Okay. Cool. Der Wille war da. Oh mein Gott, jetzt bin ich überfordert. Okay, man, benutze normale Paranormal. Also crazy. Hier ist keine Paranormale. Ja, das ist jetzt wild. Kann ich schon, aber nein. Okay. Wille war da. Ja gut, wir geben nicht auf, ne? Okay. Vielleicht muss ich hier einfach näher ran. Aha. Vielleicht bin ich auch einfach falsch. Nein! Vielleicht muss ich das Blut hier? Der Wille ist da! Hat sich nichts geändert, hat sich nichts geändert, das ist crazy. Wow, das ist wild. Okay. Jetzt weiß ich auch nicht. Versuch mal rauszugehen. Bis morgen, Lady. Schön warst du da. Der Wille war da. Okay, jetzt bin ich lost. Aber jetzt vorbei, Chat. Ja, aber hier ist ja nichts mehr Paranormales. Okay, das ist crazy. Okay. Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, Leute. Ich bin sowas von lost. The lost in person. Ja, sein kann. Dass wir nichts auslassen. Okay, hier scheint auch nichts zu sein. Ja, ne? Ich höre aber Geräusche.
Das ist crazy. Ich glaube, es ist irgendwo eine geheime Tür oder so. Scheinbar nein. Scheinbar nein, nein, nein. Okay, es kann eigentlich nur noch ein Raum sein, aber da ist auch nichts. Da ist einfach auch nichts. Das Blut. Wow, jetzt sind wir wieder hier. Also ich glaube. Ach, sag doch, dass ich das. Ach komm! Aha! Ja, das ist wild! Ja Gott, Abfahrt! Das habe ich mich auch schon gefragt, Savirsa. Ich glaube, unendlich viele. Na, damals war alles noch... Ah! Er lebt! Alles noch Qualität. Oder sie, ich meine sie. Entschuldigung, ich müsste hier kurz vorbei. Hey, die Krebs ist neu. Wieso gefällt mir das nicht? Darf ich drängen? Ups, sorry. Ja, gut, Schummelplan. Okay, der nächste Schummelplan geht wieder nicht auf. Einfach zwischen den Beinen durch, sieht sie nicht. Okay, ist ja gut. Ich darf nicht, ne? Ja, gut. Ach komm, es war das Bett da hinten drauf. Aber ich muss ja dahin. Sie hält die Augen zu. Was bedeutet das wegschauen? Da passiert nichts, ne? Entschuldigung, ich muss hier wirklich rein. Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich kann mit ihnen auch nichts machen, ne? Das ist crazy. Ja gut, der Wille war aber da. Der Wille war da. Hör auf, ey. Okay, ja, wie lösen wir jetzt das? Vielleicht sagt mir jetzt das Buch, dass ich da nicht hin kann. Nein, ich muss da hin. Was wird? Aber wie? Sie hält die Augen zu. Aber wie? Ah! Auch mal den Tagebuchseite lesen, nicht Dulli. Es sieht aus, als wäre diese Seite aus einem Tagebuch gerissen worden. Nämlich, Lesen des Elements. Jedes Mal, wenn ich ein Foto von ihr mache, sieht sie aus, als wolle sie mit mir sprechen. Aber ich kann sie nicht hören, sie scheint Schmerzen zu haben. Okay, versuchen wir es. Ich habe zwar schon ein Foto.
das wird gemacht, wollte ich sagen. Ja, gut. Es ist wieder back. War nur ein Albtraum. Der Wille war da. Hä? Sind die ernst? Okay. Aber ich hab doch. Was will's? Wille war da. Wir gehen wieder zum Buch. Ah. Geisterhaus. Also, sie macht das Foto mit dem Radio drauf, okay. Ah, ist das gemein? Was ist denn ein See in die Ecke? Ah. Das ist crazy. Wow, perfekt muss man das machen, okay? Okay. Komm auch mal kurz noch mit. Okay. Wir haben wieder eins. Wir gehen wieder zum Buch. Okay, es gibt einen Schlüssel wahrscheinlich. Nächstes. Okay. Ja. Ich überlege. So ein Wohnzimmer. Ich glaube. Nein, nein, nein. Oh, doch das, oder ne? Nee, da. Weiß. Was war das? Obwohl nein. Obwohl doch. Ja! Für all diese Blutspuren danach, Mann! Ey.
Hey Finio, einen wunderschönen guten Abend. Hey, schön bist du da. WC? Ich war schon lange nicht mehr in meiner Hütte. Aber ich könnte, glaube ich, mal ins WC gehen. Einfach mal so kurz auf K gehen, nämlich. Obwohl, jetzt ist gerade entspannt. Ah, das habe ich. Easy. Da gehst du sogar ohne Taschenlampe hin. Wenn ich im Machen bin. Ah, ich dachte, der Flur kommt nie. Ich gehe ohne Taschenlampe dahin, weil ich ein Macher bin. Hätt ihr? Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Hey, warte mal, das bin. Aha, ich war geduckt. Ah! Gott. Also, war das meine Mama? Kann das sein? Ja gut, wir haben's, wir haben's, wir haben das Fotojournal voll. Nämlich. Ha! Der zweite Schlüssel incoming. Mutiger Marco. Nein, ausnahmsweise mal. Aber das war eine Ausnahme. Gewöhnt euch nicht daran. Okay. Stark! Gib ihn mir! Crazy. Muss man sowas, um einen Schlüssel zu erhalten, solche Geräusche einbauen? Ein alter Schlüssel mit einer einzigartigen Form. Ich habe ihn. Ich habe ihn! Ich habe einen Jumpscare erwartet, tatsächlich. Ich schaue nur kurz rechts, aber da ist nichts. Habe ich euch gesagt? Genau so. Rein da! Mein lieber Herr, fühl mich beobachtet in diesem Raum. Ja, oh la la. Automatische Schließanlage. Was ist das? Ist das ein Spiegel? Was seid ihr? Lebt ihr? Aha. Geheimnis. Ich hab gelernt, eine Schublade zu öffnen. Aha. Das kann man ja bei allen Schubladen. Aha. Kamm. Okay. Aha. Tagebuchseite, die lesen wir. Ich habe dieses alte Grammophon neben dem alten Buch auf dem Dachboden meiner Mutter gefunden. Die Schallplatte enthält eine Art Anleitung, wie man mit einem toten Geist sprechen kann. Da bin ich schon Profi, ich habe eigentlich mein Hobby dafür. Ich muss die Anweisungen sehr sorgfältig befolgen. Vielleicht kann ich auf diese Weise wieder mit meiner Tochter sprechen. Okay, die wollte irgendwie zur toten Tochter Kontakt aufnehmen. Das ist crazy, aber ich lebe ja noch. Wir nehmen es. Ah, das schaut jetzt doof rein, wenn der Raum so hell ist. Also. Ah, das darf ich nicht benutzen. Also, wo liegt die Schallplatte da? Was enthält, wie man mit toten Geistern spricht. Grand Records. Okay. Nehmen wir. Es ist egal, how you speak, how you speak, there is no speaking, so you speak. You are the master.
Was? Was? Ich konnte nicht alles zu schnell lesen. Okay, das ist der Spiegel. Was? 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 Wie ging das? Der Spiegel gibt mir... Aha! Der Spiegel ist Macher! Cool. Und wieso? Okay. Stark. Aha, aha. Okay, okay, okay. Aha, 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 aha. Aha, aha. Ja, gut, ja, gut, ja, gut. A3 A Aha Stark Aha 3, also A ist wahrscheinlich der erste, ne? Zwei, acht. Was habe ich gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Drei, zwei, acht. A, B, C, D. 3, 2, 8, 5. 3, 2, 8, 5, 6. 3, 2, 8, 5, 6. Das kann niemand. 3, 2. Ich hab's vergessen! Stark! 3, 2, 8, 8. 3, 2, 8, 5, 6. Leck's mir am Zückerli. 3, A3, 3, oder warte mal, vielleicht muss das auch ein Wort geben. Gibt's hier ein Wort irgendwo? Nein. Ich bin jetzt noch A, B, C, D, G. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E. Da fehlt ja was. Aber das D ist ja vor dem E, oder? Also 3, 3, 2, 8, 5, 6. Aber das stimmt nicht. Also dann, was sind das für Buchstaben nochmal? D, B, E. Ja, das ist jetzt wild. Gibt's hier einen Namen? Nein. Das ist wild. Ich dachte... Nochmal hören. Ein guter Call. Kann ich das nochmal hören? Ich konnte wirklich... Nein. Aber warte, vielleicht... Drei... Was habe ich jetzt gesagt? Ich glaube, die Zahl... Ich sehe sie kaum. 3, 2, 8, 5, 6. 3, 2, 8, 5, 6. Ist das nicht 3? Ja, 3, 2, 8, 5, 6. Das ist eine 5, ja. Ja, das ist eine 3. Ne, das ist eine 3, das ist eine 5. Ja, das ist eine 6. Ja, stimmt! Warum scheinen nicht? Okay. Scheiße. Scheiße. Abort war. A, B, C, 8.
Auf dem linken Bild von Brian fehlt. Was? Auf dem linken Bild von den Dreien fehlt dir noch. Da steht nichts. Ah, von den Dreien? Doch, da steht C8. Ach. Oder ist das kein 8? Ist das ein. Das ist doch eine 8, oder? Das ist halt auch bei 3, 2, 8, 5, 6, oder? Oder nicht? 3, 2, 8, 5, 6. Aber wartet jetzt mal. Was haben wir nochmal für Buchstaben? Ich muss mir jetzt mal. Wir haben A, B, C. Und dann haben wir D und E. A, B, C, 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 D und E. A, B, C. Die 3. Warum ist es eine 3? 3, 5, 8, 2, 6. 3, 5, 8, 2, 6. Das ist crazy. Warum 3, 5? 3, 5, 8. Lülü, aber das ist jetzt wild, wenn das stimmt. Nein. Nein. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Es gibt für mich kein Wort. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, G. Ah, jetzt kann ich das A, B, C nicht mehr. Von rechts nach links. Ah. Auch ein guter Call. Mal 3, 5, ich hab's vielleicht, warte mal, eigentlich haben wir schon mal Plan. 3, 5, 8, 2, 6, doch hätte ich auch so gesagt. 3, 5, 8, 2, 6, 3, 5, 8, 2, 6, stimmt. Aber stimmt nicht. A, B, C, D, E. Ich hab nicht alles verstanden. Es ging zu schnell. C, B, E. Da ist noch A und D. A und D. A und D. C, B, E. Ich kann auch kein Wort machen. Ich kann leider nicht. Oder die Augen, die scheinen ja anders zu sein. Bei mir fängt es an zu gewittern. Ich kann leider das Brett nicht fragen, ne? Moment, noch ein Schwab mal noch kurz. Also Angel, sag mal, ist es nicht das Alphabet? Das ist nicht A, B, C, D, 6, 2, 8, 5, 3. Das ist jetzt auch wild. Ich frag mich, wie du da drauf kommst. Wir versuchen es. 6. 6, 2, 8, 5. 3. Nein. A, B, C, D, E. Da fehlt ja noch G und F. A, B, C, D, E, F, G, H, I, O. Hm. Warte mal, ich bin ein Dulli. Warte mal, D ist ja voll E. Ah ja, logisch, das habe ich ja. A, B, C, D ist die 5. 3, 2, 8, 5, 6 hätte ich gedacht, aber das ist es nicht. Ah, was macht der Spiegel hier? Fleck, mehr nicht.
brauchst was für die Lösung. Da war ich auch die ganze Zeit, Angel. Mein lieber Herr. Brauch irgendwas für die Lösung, hat sie gesagt. Ich brauche irgendwas für die Lösung. Also ich brauche irgendwas. Ah ja, warte mal, es ist doch irgendwie von einer Schale oder was? Brauche irgendwas für die Lösung, hat sie gesagt. Vielleicht steht hier die Lösung. Brauche irgendwas. Aha! Man kann ja wieder rausgehen! Nein, die Tür wäre ja offen! C, D, B, E, A. 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 8, 5, C, E, D, B, A. Ich muss es nochmal anschauen. 8, 5, 2, ist das C, D? Ja, D, 5, C, B, E. Also, wir haben C, D, B, E, A. C, 8, 5, 2, 6, 3. Ja, nee, warum kann ich den Zettel eigentlich nehmen? Nehmen. Nein, kann ich nicht. Ja, gut. Was hab ich jetzt gesagt? Gott. 8, 5, 2, 6, 3. 8, 5, 6, 2, 3. Ah ne, 8, 5, ah, ich bin auch der Dümmste, ne? 2, 6, 3. Stark, Angel! Na, an die Tür, da hätte ich jetzt als letztes dran gedacht, tatsächlich, du, an diese doofe Tür. Ist, für mich war klar, die Tür war zu. Na, aber es war der letzte Ausweg. Okay, Part 2 vom Tutorial. Auch mal nehmen. Auch mal, ah, Tür geht wieder zu. Na, wir behalten im Hinterkopf, dass die Tür wieder aufgeht. Heißi, willkommen dir. Einen wunderschönen guten Abend. Hallihallo. Deine Opfergabe machen. Zuerst, wenn wir schon Gegenstand der Person mit der Versprechen möchte, die Opferschale legen. Haben. Ah, das redet erst weiter, wenn ich. Hab ich! Weiter geht's. Schön, und haben wir es. Ah ja, ah, das, dieses Bild. Haben wir das genommen? Wo ist es hin? Ja, weiter geht's. Ja, es sind Herren, hören zu. Jetzt spricht, spricht, spricht. Hallo? Hallo? Okay. Thank you.
keine Antwort. In welchen Gegenden bist du gebunden? Es gibt keine Antwort auf die Frage. So. Dolls. Doll. Puppe. Stark. Was suchst du? Hast die Zeit? Bist du die Tochter? Das ist eine gute Frage. Bitte sag ja. Keine Antwort. Bist du die Tochter? Antworte mir. Goodbye. Geisterhaus. Was wird? Also, wir haben ja erfolgreich mit dem Geist gesprochen, was nicht wirklich weitergeholfen hat, aber wir haben eine Tagebuchseite. Sie hat mir gesagt, dass sie wieder leben will. Sie will ihren Körper zurück. Einen richtigen Körper mit Fleisch. Sie kann mich nur mit ihren... Ey, aber das ist nicht mein Körper jetzt, bitte. Hölzernen Augen anstarren. Ohne jene Emotionen. Aha. Ich werde alles für meine Tochter tun. Alles. Tür ist wieder offen. Augen sind wieder back. Musicbox steht noch da. Spiegel da. Alles so, wie es soll. Okay, sie haben sich vermehrt. Aswelt. Sie haben sich vermehrt. Okay, anscheinend sehr viele. Okay, das mag ich jetzt mal nicht, ne? Ja, dann Abfahrt. Die Damen, entschuldigen Sie bitte. Okay. Muss anscheinend hier lang. Diese eine da. Sieht anders aus. Das ist crazy. Aha. Entschuldigung. Kann ich den Keller aufschließen, aber warum bin ich? Wo ist hier ein Keller? Aber warte mal, doch, ich weiß, wo der Keller ist, aber ich bin im 5. Stock! Alles noch so, wie es war. Die Damen, ich müsste kurz in den Keller. Könnten wir das entspannen? Oh, danke! Ist das verrückt? Also, das. Das macht man nicht. Auch mal shiften. Ach, mein lieber Herr. Eigentlich hätte man wirklich, man hätte es wissen sollen. Oh nein, die Puppen, das nimmt kein Ende. Hey, wo? 5. Flur. Ja, dann ab in den Keller. Ah, ist crazy. Sah auch schon mal anders aus. Entschuldigung.
Okay. Ja, hier ist mittlerweile alles versiegelt. Sah schon besser aus. Aha. Okay, eine Tür haben wir. Ich nehme mal an, hier ist jetzt niemand mehr zu Hause, ne? Das geben wir auf. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Einfach weiter, einfach cool. Die Batterie. Einfach cool, altes Gebäude. Da knarrst das manchmal. Wieso hast du einen Stuhl? Ah ja, darum. Okay. Ja, ist okay. Kann man machen? Kann man machen. Tigger. Nee, ne? Keller einfach. I. Entschuldigung. Ah, hier ist jetzt zu. Okay. Wir gehen ruhig und cool in den Keller. Wir sind da. Wir sind alle zusammen da. Wir leben noch. Ein bisschen Hochwasser. Alles gut. Es wird allerdings nicht besser im Keller. Automatische Schließanlage, ja. Vorhanden. Ist aber auch eine Kellertür. Aha, warte mal, wo denn hier. Kann ich mein Foto noch? Habe ich noch? Hey, das kommt mir auch bekannt vor. Ich kenne das irgendwoher. Genau denselben Keller, 1 zu 1. Wieso wusste ich? Und das ist crazy. Oh, mein lieber Herr. Wieso ist jetzt die Taschen? Genau im Keller geht sie kaputt. Na. Und Def. Oh, solange es nicht der Hangman ist. Ich vermisse meine Katze. Wo ist eigentlich die Katze, Mann? Die konnte man nur einmal streicheln. Na, der Keller war aber beim letzten Game hier zu Ende. Oh, cool. Es geht tief in den Keller. Juhu. Oha. Na ja, gut. I. Man sieht viel. Ich sehe keine 2 Meter weit. Aber Gott sei Dank habe ich diesen Holzpfosten gesehen. Mein lieber Herr! Aha, das war ein Doppelweg. Digga, ich will nicht mehr. Also sie ging rechts, aber wir müssen auch rechts, weil wir haben ja gesagt, wir fangen nichts Neues an. Ups, so eine blöde Idee. Ah, Sport ist Mord. Da bin ich so oder so bei dir, Rocky. Da frage ich mich auch. Digga, jetzt hör mal auf, Mann, ey! Ich kann das nicht mit der Oma. Oder ist das jetzt die Tochter? Ich glaube, ich mach mal die Tür auf hier.
Siehst du? Bitte gib mir meine Taschenlampe wieder. Kann ich eigentlich schummeln? Ah ja, ist aber schon geschummelt, oder ist das nicht geschummelt? Ja, Digga, das hilft mir auch mal weiter. Okay, sie werden schmaler, die Gänge. Ja, jetzt musst du das bei euch klein einziehen, du. Oh mein Gott, wir werden lebendig begraben sein. Hätten wir nicht zuerst den Strom einschalten sollen? Da ist ein Zettel. Den holen wir. Der Herr. Oder des Opfers, vielleicht enthält sie einige nützliche Informationen. Ja, lesen wir mal. Diese Kette ist sehr unangenehm, aber ich kann sie nicht abnehmen. Sie trägt ein seltsames Symbol zusammen mit einer Zahl. Vielleicht zeigt die Zahl die aktuelle Anzahl ihrer Opfer an, aber ich weiß nicht, was das Symbol bedeutet. Zuerst mal, welche Kette und welches Symbol? Ist das eine 6 oder eine 5? Oder eine 9? Ja, das ist eine 9. Ha! Und Double X. Double X 9. Mein lieber Herr, ich gehe raus hier. Double X 9. Double X 9. Ich kann mir doch unter solchem Druck nicht sowas merken. Double X 9. Double X 9. Wer hat's gedacht? Double X 9. I. Darf ich kurz weg? Ich hab so Angst, da steht was. Da steht nix. Double X 9. Hallo? Hallo? Double X 9! Das muss 9 sein! Das war definitiv zu viel. Kann ich... Ich brauche mehr Hinweise. Also, aber das 9! Das kann ich mir nie merken. Was passiert jetzt, wenn ich hier geht und das runter, oder wie? Nein. Double X 9, das ist crazy. Das sind alle voll. Machen wir einfach mal allein. Vielleicht passiert ja was. Es wäre ja zu einfach gewesen. Außer, also, das aber wieso? Es müsste eine 9 sein, aber nicht eine 150. Wenigstens macht er 90. Okay. Wir schummeln uns mal hier rein, wenn es geht. Es geht. Crazy. Also das sollte man eigentlich unterlassen, der Herr. Ah ja, genau, das Symbol habe ich gesucht. Ist das jetzt Real Talk? 7. Und zwar dieses Kreis. 7. Aber Lucky! Ja, dich brauche ich. 7. Ja, Miss Baby. Hör mal, ich hab's. Ja, ich komme grad. Das muss ein, das muss wieder aus. Das muss auch aus. Es ist auch ein Double X, aber ich glaube, es war dieses Symbol. Kannst du danach nochmal anschauen. Also die zwei sind an, würde ich sagen. Wir haben übrigens geschafft, wir sind Profis, habe ich gerade gelernt. Also ich, tatsächlich. Aber hier auch Chat. Ihr gehört da genauso dazu.
Weiter geht's. Stark. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich jetzt hier mache. Vielleicht sollte ich leise sein, ne? Nicht geduckt. Ich glaube, es ist weise. Ach du Heilige. Ich glaube, jetzt stehe ich mal auf. Kommt das Ding? Ist uncool. Ich sehe halt gar nichts. Okay, ich lass dich. Lass dich gehen. Es gibt aber Kopfschmerzen, wenn so. Das wäre natürlich jetzt zu schön gewesen, ne? Muss da lang. Das ist crazy. Muss hier doch nicht lang. Mann, wieso erschreckt mich? Ich wusste es doch. Ich wusste es. Ich wusste es. It went to hurt her. Oh, Digga! Ich wusste es. Ich wusste es ja schon. Ich wusste es. Okay. Komm, Chat ist so gemein. Ihr lacht mich aus. Tagebuchseite. Werden wir natürlich lesen. Keine Frage, wir gehen rein. Die alte Frau ist verrückt. Ihre Tochter ist weg, für immer verschwunden. Die Puppe spielt mit ihrem Verstand. Sie zerstört ihr Gehirn. Dieses Ding ist nicht ihre Tochter. Es ist etwas viel Dunkleres. Ja, logisch nicht, ist es die Tochter. Ich muss es zerstören. Vielleicht kann ich auf diese Weise von diesem Ort entkommen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und wir gehen noch tiefer in den Keller. Bin wir safe? Oh nein. Oh nein. Hallo. Oh, Lucky. Schon zweite Portion, mein Kleiner. Das Wild. Gummis Baby. Hier kann ich mich verstecken. Nein. Aus der Traum. Ich bleibe am besten geduckt. Okay, jetzt war ich nicht so voll ready. Das ist gut. Ich kann mich nicht so erschrocken. Ich kann mich nicht so erschrocken. Lili, eigentlich hast du recht. Alles für die Unterhaltung. Ah, danke fürs Türöffnen. Immerhin einmal. Einmal ist man doch mal willkommen hier. Fühle ich mich richtig hier. Automatische Schließanlage. Check. Dich kenne ich! Ich habe dich schon zweimal gesehen in diesem Spiel. Es ist jetzt alle gute Dinge, sind drei, oder wie? Igittigit. Okay. Tagebuchseite. Jo, mein Baby. Jo, du bist ein Schmusebär, ne? Jo.
Wir lesen es. Ich besuchte das Grab meiner Tochter jeden Tag. Ich um mein Baby. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie nicht mehr bei mir ist. Nicht mehr in ihrem Zuhause. Ich musste ihr Grab ausheben und ihre Gebeine hierher bringen. Ich gehe zurück in ihr geliebtes Zuhause. Diese Puppe ist nicht ihre Tochter, sie ist ein Dämon. Ich muss ihn verbannen, bevor es zu spät ist. Ah, sie ist noch da. Okay, dann verbannen wir sie. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich den... Ein... Ja, das Baby. Hi. Muss ich verbannen? Wieso blutest du? Das ist crazy. Einfach mit der Schaufel auf den Kopf hauen. So würde ich verbannen. Ja, jetzt... Lucky. Okay, anscheinend verbanne ich das Ding nicht hier drin. Ich wusste es, Mann! Nein. Ich wusste es, dass wir hier lebendig begraben werden. Wir kommen nie wieder raus. Das war's. Oh, komm gleich. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch so storytechnisch. Also doch, ich verstehe es schon irgendwo, aber ich verstehe jetzt nicht, wer sind wir? Ich habe ein Déjà-vu. Nimm jetzt aber gleich die Taschenlampe, bitte. Ich habe ein Déjà-vu. Und vor allem, wieso nicht gleich oben? Jetzt muss ich wieder nach oben laufen. Das ist crazy. Einfach nur crazy. Warte mal, ist das jetzt jemand anders? Nein, das sind wir, oder? Dieselbe Dame. Warte mal, wo war hier die Rezeption? Warte mal, kann ich shiften? Nein. Oh, die Katze ist weg. Der Brief ist weg. Alles ist weg. Ja, ist niemand zu Hause. Wir gehen 5. Stock. Ich habe schon Breitrans für die nächsten 2 Jahre gemacht. Okay. Sind wir jetzt noch dieselbe Person wie zu Beginn? Das ist eine gute Frage. Also da war ja die Oma, die plötzlich in unserer Wohnung war. Wo wir dann Schreie gehört haben und seitdem ging es nur bergab. Und die Oma sucht irgendwie ihre Tochter und hat schlimme Dinge getan. Und ja, wer wir waren, ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt dieselbe Person sind, weiß ich auch nicht. Nein, es sieht alles ein bisschen schmutziger aus hier. Okay. Boah.
Jetzt habe ich keine Ahnung. Ja, mein Baby darf mich nicht bewegen. Er steht sofort auf. Eine zweite Portion. Es braucht noch ein Storytell, sonst kriege ich die Krise. Okay, ich habe keine Ahnung, Chat. Okay. Und auch an YouTube. Das war's mit Witch Dolls. Witch Doll. Ein tolles Spiel eigentlich. Storytechnisch bin ich jetzt doch ein bisschen überfragt. Ich habe jetzt tatsächlich keine Ahnung. Man weiß nicht wirklich, was jetzt hier am Schluss passiert ist. Ich hoffe aber, euch hat es Spaß gemacht. Es waren ein paar tolle Jumpscares mit dabei. Lasst vielleicht gerne noch ein Abo und Däumchen da. Auch ein Kommentar wäre ein toller Support, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund, YouTube. Bye, bye.